Jo Leute, ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 22 Mega Season. Wir sind hier in Ungarn, am Ungaroring. Eine sehr tolle Strecke, nur meiner Meinung nach sehr defensive Rennen. Eine Strecke, wo man extrem viel Downforce braucht, beziehungsweise halt Abtrieb. Und das Auto muss halt perfekt auf der Strecke liegen, weil es auch eine Flow-Strecke ist. Natürlich beginnen wir gleich mal mit ein paar Problemen. Also mir gerne mal den Channel kosten lassen. Lasst gerne ein Däumchen oben da. Morgen sollte auch das Rennen kommen, die Hotlap und am Montag dann auch das Recap zum morgigen Rennen. Ich hoffe natürlich, dass es heute ein Regenqualifying wird, aber dass man auch starten kann, weil viele gesagt haben, Halleluja, es wird stark Regen. Schaut gerne auf TikTok vorbei, ich werde euch da am Laufenden halten. Macht gerne das Pluswerk und ja, schaut auch gerne in die Links im Bio rein. So, wir kommen jetzt der ersten Kurve raus mit einem leichten Quersteher. Das Auto liegt sehr, sehr unruhig. Es ist so ganz, so im Ganzen echt ekelhaft zu fahren, muss man sagen. Es ist schade. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Strecke zwar toll, macht auch ordentlich Bock. Hier Kurve 4, da hatte Felipe Massa seinen schweren Unfall mit der Feder, ist da geradeaus weitergefahren. 2009 musste auch die komplette zweite Halbzeit, zweite Season 2009 aussetzen. Ja, einfach nur tragisch. Und wir beenden hier unsere erste Runde mit bisschen up, off und ab mit 1,20. Wir sind ein Zehntel langsamer als Daniel Ricciardo, aber wir sind immerhin schneller wie Leclerc auf den weißen, weißen Reifen. Das ist natürlich schon mal ein bisschen besser. Unser DRS hängt natürlich auch, der Motor ist auch ein bisschen lediert. Ein perfektes Wochenende, Leute. Und da gehst du schon mal so richtig, richtig abgefuckt in die Session rein, wenn du weißt, alles läuft gerade gegen dich. Die DRS funktioniert nicht, du musst am Anfang schon mal 5 Minuten warten und dann passiert so ein dummer Fehler und WTF? Wie haben wir da keinen Reifen verloren? Oh mein Gott, Leute, wie haben wir hier keinen Reifen verloren? Und vor allem, wie konnten wir das überleben? Halleluja, 23 Minuten Wartezeit. Der Unterboden, nein, das Drag Reduction System. Jetzt wird das DRS, ja, zuerst musste ich 25 Minuten für den Unterboden warten. Dann war ich fertig, wollte starten, dann war das DRS kaputt. Eine perfekte Session, kann nicht anders laufen. Auch hier, wir sind so unfassbar langsam. Ich bin natürlich hier auch auf einer richtigen Loser-Linie unterwegs. Aber, oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wirklich, das ist, die Pace lässt ordentlich zu wünschen übrig. Ich schneide hier die Kurven, wie es nur geht. Aber das ist gerade so auf 2 Zehntel. Wir fahren auf eine Schwierigkeit von 75. Also Leute, das ist abnormal, dass wir es gerade so auf grün geschafft haben. Gucken wir ein bisschen auf das erste und zweite Freitraining von gestern. Und ja, das war auf jeden Fall Ferrari-lastig, muss man sagen. Auch wenn im ersten freien Training mit Carlos Sainz Jr. noch, Luft nach oben war, weil da waren wir nur 2 Zehntel weg. Auch im zweiten waren wir nicht viel mehr weg von den Ferraris. Aber dennoch muss man sagen, Red Bull hat schon ein paar Probleme hier mitzuhalten. Das hat doch Max Verstappen letztes Wochenende schon gesagt. Also gesagt hat, das Downforce ihres Autos passt oder ist halt einfach nicht stark genug. Die Ferraris sind einfach zu stark hier. Und man hofft natürlich auf Regen. Ich hoffe natürlich, dass es regnet. Ist natürlich Spannung. Auch im Rennen soll es regnen. Aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht so hardcore regnet. Versteht ihr, was ich meine? Dass man gar nicht fahren kann. Das hat nämlich auch der Teammanager von Alfa Romeo gesagt, dass es dann einfach so hardcore gewittern gesagt ist, dass man gar nicht fahren kann. Und das wäre natürlich auch nicht schön. Aber kommen wir zurück zum gestrigen freien Training. Viele Long Runs wurden gefahren, viel gefahren, auch viele Fehler waren da drin, muss man sagen. Wir hatten keinen Crash, keinen Dreher. Doch Dreher hatten wir. Eine von Alexander Albon. Aber das war, ja klar, man muss sagen, Die verstehen teilweise die Teams, Mercedes, auch teilweise Alfa Tauri und auch eben Williams, die verstehen halt nicht genau, was das Auto in der ersten Kurve macht. Auch Russell hat oft gesagt, ich verstehe nicht, warum geht's manchmal, warum geht's manchmal nicht. Das ist natürlich dumm und man muss das eigentlich verstehen. Gerade über Nacht wird das wahrscheinlich eine lange Nacht werden, um ein Setup herauszuarbeiten für das Qualifying morgen, weil man hat nur noch eine Session. Ich bin sehr gespannt. Natürlich. Überraschend dann im in Training 2, dass die Mercedes nur auf 8 und 11 waren. Das ist schon sehr. Nein, Training 1 war das, sorry. Auch Training 2 lief jetzt nicht so optimal. Ich bin sehr gespannt. Auch wenn man natürlich zu Red Bull Patterson sehr abgeschlagen. Also wirklich, Checo, der muss sich echt mal fangen. Aber natürlich ist es eine Strecke, da musst du in den Flow reinkommen. Gerade Sektor 2, da wirst du mit Kurven bombardiert. Und das liegt nicht allen Fahrern. Ja, es war auf jeden Fall eine interessante Session und man muss auf jeden Fall sagen, es
Wird spannend. Aber jetzt gehen wir mal in unser Qualifying hier. Was denkt ihr, wer die Pole Position holen? Ich gebe meinen Tipp nachher ab. Für Regen und für Trocken. Also, los geht's hier. Wir sind noch einmal hier am Ungaroring in unserem Qualifying. Eine Strecke natürlich mit sehr, sehr vielen langgezogenen Kurven. Wirklich lange, lange, lange. Und das ist halt wirklich auch... Ja, es gibt natürlich auch so langsame und mittelschnelle Kurven und gerade da in den mittelschnellen Kurven ist die Schwäche von Red Bull und die Stärke von Ferrari eben. Und ja, so ist es dann halt auch, dass man immer wieder 2 Zehntel schneller ist als die anderen. Aber wir gucken jetzt mal auf unser Qualifying. Wir haben hier den Platz von Sebastian Vettel eingenommen, aber nicht, weil ich ihn den Platz wegnehmen wollte, sondern weil wir hier als, ja, sozusagen mit dem Auto von Sebastian Vettel fahren. Sala, los geht's. Unsere erste Qualifying-Runde in Q3. Wir werden die nicht ganz, ich werde die nicht ganz zeigen. Ihr wisst, dafür gibt's die letzten Runs zweimal. Also jetzt hier erste Kurve. Ich habe nochmal im Setup ein bisschen was geändert. Habe Traktionskontrolle wieder mittelgestellt. Ich habe da auch zwischenzeitlich probiert mit an, aber das ist einfach nicht meins. Ich muss da die Strecke spüren, das Heck kommen, spüren, wenn du zu früh aufs Gas gehst. Ich mag das nicht, wenn man dann einfach Vollgas durchdrückt und du merkst dann auch, wie sich das Auto müht oder das Auto runtergedrosselt wird, dass es dich eben nicht wegdreht und das mag ich gar nicht. Lille im ersten Sektor ist aber halt auch dran, dass wir die einzigen sind, die gerade fahren. Aber natürlich, ich meine, unsere Zeit ist auch aussagekräftig. Hier, nein, wir sind nicht die einzigen, die gefahren sind. Wir haben hier auch schon Zeiten und Referenzzeiten. Also nein, wir haben ja nur noch 4 Minuten. Sorry, Leute. Ich habe da auch ein bisschen zugewartet. Das war jetzt natürlich ein totaler Blödsinn von mir. Nicht, dass ich glaube, ich will euch da irgendwie, ich will mich da irgendwie gut reden oder so. Nein, wir fahren natürlich hier schon mittendrin. Eine 1,20 von Albon gilt es zu schlagen, dass wir nicht draußen sind. Ich denke mal, die ist auf jeden Fall drin. Unsere Pace ist da. Wie gesagt, wir fahren ja nur auf... Ich habe runtergedreht, 75 Standard. Im ersten Training habe ich dann gemerkt, Halleluja, oh mein Gott, eine Zehntel langsam und nur Fünfter. Oh mein Gott, sind die knapp zusammen. Ich habe dann runtergedreht auf 70 glatt. Ihr wisst, Leute, Formel 1 22 ist einfach Hardcore. Ich fahre seit Leisten richtig gerne diese Ranglistenrennen, aber das ist ja auch ein Wahnsinn, wie sich die Leute da aufführen. Aber habt ihr mal Bock, dass wir da mal fahren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Sala, wir sind der 6. Platz mit 174, also mit 174.000stel. Halleluja! Nur 6. Platz, das sieht schon mal unnormal knapp aus. Ich habe das Wetter auf nicht perfekt gemacht und das ist echt sehr dumm. Man sieht immer 0% Regen, 10% Regen. Es ist natürlich ein bisschen ungenauer, aber ich finde das natürlich auch sehr dumm, weil das macht irgendwie keinen Sinn, ob ich jetzt... Ich habe mir gedacht, vielleicht kommt dann das Wetter random. Ich hatte bis dato in meinen MyTeam-Rennen und ich in meinen hier Megaseason-Rennen noch nie ein Safety Car. Ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt. Wie ist das mit euch beim Safety Car? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist leider schade. Ich würde das echt ganz hören. Virtual Safety Car hatte ich schon ein, zwei Mal online. Aber das richtige Safety Car, das ist echt sehr schwierig zu bekommen. Erster Sektor war lila. Hier habe ich leider einen kleinen Pendler bekommen in Kurve 4. Aber das reicht trotzdem. Für eine 1,18,1. Und da haben wir uns unnormal gesteigert. Unnormal gesteigert. Aber es reicht nur, dass wir eine Zehntel schneller sind als Lando Norris. Und wir sind sogar nochmal überholt worden. Ich glaube, das war ein Red Bull. Max Verstappen. Der war 3 Zehntel schneller. Oh, shit. Das wird sehr knapp. Und dass die Top 10 innerhalb von einer Sekunde sind, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also das ist in der richtigen Formel 1 jetzt nicht so. Aber dass wir alle innerhalb von einer Sekunde sind, finde ich schon bemerkenswert. Jetzt geht's ins finale Qualifying-Segment in Q3. Ich hoffe natürlich auf eine gute Position. Ich hoffe natürlich auch auf ein schönes Rennen. Wie gesagt, es ist halt Ungarn und da ist, wie auch in Monaco und auch in anderen, ja, engen Kursen, die Position wichtiger als das Rennen dann. Ich meine, man kann viel, es ist ein sehr taktisches Rennen. Es ist halt, manche Leute würden auch sagen, langweilig. Und ich hoffe deswegen auch, wo fahre ich denn hier herum? Ich hoffe natürlich auch, dass man,
ich weiß nicht, ich bin kein Fan von Ungarn, Leute. Ich kann es nicht gut reden. Die Strecke bockt einfach nicht. Das ist so langweilig. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ein spannendes Rennen. Halt eben auch nur, weil Bottas da den Torpedo gezündet hat und mal voll in die Menge da vorne reingefahren ist und sich dann Hamilton gegen Alonso und so weiter. Das war spannend. Auch Ocon und Vettel vorne. Aber, ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach, wie es ist. Es ist Budapest. Es ist immer langweilig hier. Man kann kaum überholen. Die Strecke ist eng. Nur 10 Sekunden fährt ein Fahrer hier auf gerader Strecke. Egal. Unser erster Sektor ist eher mittelmäßig. Wir fahren hier unseren finalen Run. Zack, 6, 7 hier durch. Und dann geht's in Turn 8. Jetzt ist dieser Kurvensektor. 9. Oh, da verlieren wir wieder ein bisschen. Ich hoffe natürlich auch auf den Windschatten. Das ist unser finaler Versuch hier, Leute. Alle anderen sind nochmal draußen. Ich bin ein bisschen zu früh rausgefahren. Kurve 10. Oh mein Gott, nein, das war 11, sorry. So, jetzt geht's in Turn 12. Das ist etwas härter bremsen. Und jetzt 13. Ich mag 13 einfach nicht. Die geht so lange, wirklich extrem lange. Wenn du zu früh aufs Gas gehst, kannst du dir die komplette Runde zerstören. Aber die haben wir ja ordentlich geschafft. Und einmal noch aus der letzten Kurve raus. Und das war schon unnormal hardcore. Wir schaffen sie uns nochmal, um eine Zehntel zu verbessern. Das reicht für eine 1.17.8. Also, das ist eine der besten Zeiten, die ich jemals gefahren bin. Aber, ja, gucken wir mal, ob diese Zeit aussagekräftig war. Gucken wir mal. Ich habe direkt mal beendet, aber ich hoffe, oh mein Gott, eine Zehntel. Lando Norris hat die Pole. Das ist auch vielleicht real. Also, wir haben ja gesehen, die McLaren haben einiges am Setup geändert, noch ein, zwei Teile mitgebracht und die sind vorne bei der Musik dabei. Auch Lando Norris war Zweiter im freien Training, das ist toll. Wirklich, finde ich, feiere ich auf jeden Fall. 62.000stel Trend an Norris und Leclerc finde ich auch ziemlich cool. Uns eine Zehntel. Wir haben Hamilton geschlagen, das ist natürlich unser Hauptziel gewesen, aber natürlich, es wird eine harte Nummer werden und seid morgen gerne beim Rennen dabei. Auch die Hotlap wird morgen online kommen. Ich hoffe natürlich auch auf ein spannendes Qualifying. Alle Infos und auch die Highlights des Qualifyings, falls es eins gibt, seht ihr auf its-tobi auf TikTok und links wie mal unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok. Abonniert den Channel gern kostenlos. Lasst gerne ein Daumen da. Bis morgen später und ciao.